Welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor euren Bildschirmen, zu einer weiteren durchnässten Folge Sunkenland. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst, denn wir werden heute erstmal ein paar Beete bauen. Und zwar möchte ich jetzt draußen nochmal so, ja, was weiß ich, zwei Beete hinsetzen und ich möchte auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das funktioniert mit dem Verschieben des Möbeljahrs hier. Muss ich nochmal gucken, wo das war. Hier, Verpackungskarton. Machen wir mal einen. Ziehen den mal auf die 5. So. Einpacken. Es ist geil, wie so ein Umzugskarton ist das. Okay, hier habe ich jetzt zwei Erdbeeren drin, aber egal. Kann ich das einpacken? Ah, okay. Na, nee, das lassen wir erstmal noch. Das packen wir irgendwann später. Okay, aber ich könnte jetzt hier an sich einfach alles nochmal ein bisschen schöner gestalten. Aber okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Wir machen jetzt erstmal draußen neue Bepflanzungsanlagen hier. Nur zwei, das reicht. Also 4 Stück insgesamt sollte da voll reichen. Hier wird sich doch... Oh nee, ich brauche eine Foundation. Echt jetzt? Das ist ja doof. Ich will die aber draußen haben. Eigentlich könnte man schauen. Ich weiß nicht, ob das geht. Oh, hier ist ein Holzboden. Sag mal. Der geht wahrscheinlich nur mit Säule, hä? Huh? Das ist natürlich doof. Na gut, da brauchen wir das Fundament. Ich hätte es eigentlich gerne irgendwie separat irgendwo. Hier würde es sich halt schon anbieten, eigentlich. Mal einfach mal ganz lässig hier eins hin, das passt. Passen hier 4 drauf, das sollte reichen. Natürlich habe ich jetzt kein Holz mehr. No problemo, ich habe genug Holz. In der Holzmichel. So. Ja, machen wir schön in Reihe und Glied, hätte ich gesagt. Machen wir hier so an. Plupp. Plupp. Die anderen zwei verschieben wir dann, wenn sie fertig gewachsen sind. So, meine Umzugskiste mache ich jetzt schon mal hier mit rein. Eine Auslocktruhe. Das, glaube ich, wäre es dann auch erstmal jetzt hier gewesen. Wir machen jetzt dann im Grunde auch gleich weiter los. Braucht ja noch ein bisschen hier. Muss mir auch angewöhnen, die Türen zuzumachen. So. Die schon mal zu. Nehmen wir nochmal einen Sip zum Trinken. Essen habe ich dabei. Erdbeeren habe ich dabei. Ich mache es jetzt aber mal so. Zu meiner Water Bottle. Ich schätze die mal mit. Und lass dafür die Erdbeeren einfach hier. So, einmal so. Das füllen wir dann nochmal nach. Batterie muss sowieso mit. Dann würde ich mir sagen, werden wir heute mal wieder das Motorboot nehmen. Wir hatten jetzt erstmal hier den Angriff. Ich denke mal, wir haben erstmal Ruhe, hoffe ich. Wir nehmen das Motorboot. Und wir werden mal schauen, dass wir ein bisschen längere Strecke noch zurücklegen. So, Treibstoff ist drin. Wir brauchen Komponenten. Viele Komponenten. So, wo düsen wir denn hin? So, der Bezirk 43, ja, ich weiß nicht, der hat mich jetzt nicht so gecatcht, der war jetzt nicht so geil. Vielleicht fahren wir erstmal hier so rüber. Kann man eigentlich hier... Nee, geht nicht. Einfach mal in die Richtung.
Ah, das da vorne ist ein bisschen zu heftig, glaube ich. Obwohl, ich hätte Full Life. Hier habe ich einen Muni dabei, das sollte reichen. Okay, spähen wir mal, Leute. Okay, ich sehe einen. Jetzt habe ich natürlich das Fernglas nicht dabei. Zwei, drei. Sturm, geh weiter, Außenposten. Vier. Boah, nee, das ist noch zu heftig, Leute. Da wäre ich hier eh dafür, dass wir hier nochmal diese Insel aufsuchen, ne? Kennt ihr die noch? Das war doch die. Ah, nee, ist eine andere. Ah, die ist groß. Sieht super interessant aus, aber wird bestimmt auch hart bewacht. Was, ein Lagerhaus? Stopp! Lagerhäuser sind super. Flupp. Hier unten drunter oder was? Ist doch kein Lagerhaus. Ach, voll vorbeigefahren. Okay, Lagerhaus. Müssen wir hin. Da sind Waren drin. Wertvoll. Hä? Ach so, nein, das ist mit Lagerhaus gemeint. Ach so. Das ist jetzt irgendwie eine alte Military Base oder so. Das ist ein Lagerhaus. Geil. Hier ist der Erlösungsclan auf der Insel. Oh Leute, das kann ja nicht gut gehen, oder? Das kann ja mal überhaupt gar nicht gut gehen. Naja, no risk, no fun, Leute. Gibt das. Ich kann mich ja euch auch anschließen aus diesem Erlösungsclan. Das sieht gut aus. Benzin? Chemische Substanz. Okay, cool. Oh. Jeans. Vintage, oder? Schön ölig. So mag ich's. Schuhe. Ey, kriegst du aber wieder die lässige Jeans hier. Oben ist nur Holz und Stoff eventuell. Können wir auslassen. Hallo? Oh. Auf mich wird geschossen. Drauf erstmal ein Wein. Schrotmuni. Geil. Irgendwelche Waffenteile. Wer schießt da? Dann hört sich das nach einer Schrotflinte an. Ich hab schon jetzt ordentlich Respekt gerade. Können wir da hochlaufen? Let's go! Kawabanga! Oh, da ist einer. Ah, Oida! Bist du? Wieso komm ich da nicht rein? Jetzt schon wieder. Oh Mann. So eine Scheiße. Wieso bin ich da nicht reingekommen? Er macht den Crabs Dance. Geil. Ah, geilo. Das ist scheiße. Jetzt muss ich natürlich hier. Jetzt muss ich mit dem Schiff mein anderes Schiff holen. Das ist voll dumm. Digga, jetzt geh doch da hoch. So. Alter, krass. Ich glaube, das Lagerhaus ist ohne Schusswaffen nicht zu bezwingen.
Also ordentliche Schusswaffen. Sturmgewehr oder so. Ich brauch so langsam. Ich brauch mal langsam Gewehre. Jetzt ist allein weiter, sehr gut. Wo war jetzt dieser Eisenbarren brauchen wir dafür? Wir brauchen irgendwie eine Schmelze. Aber die habe ich bisher noch nicht gefunden. Blöd. Doch erstmal nochmal die anderen Bereiche abtauchen gehen, ha? Huh? Muss ich erstmal in meinen Loot kommen. Alter, wenn ich jetzt nochmal erschossen werde, dann stehen alle beide Schiffe drüben. Ist ja so dumm. Eieiei. Ich habe nur gesehen, dass mein Loot so ein bisschen runtergekullert ist. Ich Glück habe. Ausdauer. Ich Glück habe. Schießt jetzt erstmal keiner auf mich. Oh, meine Ausdauer lebt gar nicht ganz auf. Bin dumm. Okay. Step. Runter. Ich hoffe, ich schaff's. Let's go. Weiß nehmen. Und tschüss. I'm out of here. Zu heftig. Das waren zwei Schüsse, ne? Dann war ich down. Da oben ist noch eine Waschmaschine. Kommt man denn da hin? Hier hoch? Nee. Ja, so halbert. Irgendwie geht's schon. Ah, im Lagerhaus stehen bestimmt auch Leute. Das ist mir, glaube ich, noch ein wenig zu gefährlich, vor allem, weil ich jetzt hier beide Boote habe. So, mal drauf gehe hier. Ist doof. Naja, gut, gibt's hier irgendwie einen Trostpreis? Irgendwas zum Tauchen? Mach's gut, Schiff. Ich spreche dir, ich hole dich wieder. Also hier drüben ist ja noch so eine Insel. Das ist die Felseninsel, die hatten wir schon. Ist auch noch eine Insel. Aber nein, wir gehen jetzt lieber tauchen. So, jetzt brauche ich erstmal was zum Essen. Wir nehmen jetzt erstmal hier ein Decker Fleisch, Haifischfleisch. Zum Trinken. Maschinenfabrik, das ist doch ein toller Trostpreis, oder? Da finden wir doch safe irgendwelche Teile. Wir brauchen können. Haifisch. Jetzt mal Haifisch checken. Aber ich glaube, hier ist relativ sicher. Ne? Okay, let's go. Nehmen wir nochmal Schwefel. Wenigstens hier so ein paar Waffenteile und so gefunden und Schrotmuni. Energieriegel. Oh jo.
können wir uns eigentlich auch noch reinziehen. Das eigentlich auch. Wieder gut dabei. Chemische Substanzen. So, dann würde ich sagen, schlucke ich davon noch eine Pille. Dann habe ich mehr Luft. So, wo war das Teil jetzt? Ist das Ding noch gut? Go for it. Oh, geil. Gummi. Gib Gummi. Deko. Komponenten. Ah, Kiste. Kiste immer gut. Da sind Komponenten drin. Holz, ja. Mit Stoff, oder? Ne, ist wahrscheinlich nur Holz. Wegen Regal. Stark, ja, damit. Ich liebe dieses Teil. Das ist einfach so gut. Oh ja. Haha, da geht richtig viel Schrott raus. Krass. Da ist irgendwie auch immer dasselbe drin, ne? Also es ist nichts Schlechtes, aber immer dasselbe. Ist mal Altmetall ohne Ende. Ist voll geil. Ich bin auch voll. 50% mittlerweile, ey. Krass. Lutscht die Batterie schon ganz schön leer. Alles schon wieder voll. Können wir nicht noch eine zusätzliche Kiste draufballern? Das wäre echt schön. Kann man noch was stacken? Ja, komm, Klamotten sind jetzt nicht so wirklich wichtig. Eigentlich. Was haben wir noch für Müll? Das ist eigentlich relativ wichtig. Weg. Weg. Vielleicht bleibt sie auf dem Boot. Keine Ahnung. Neon-Dings, da haben wir auch schon zu Hause. Schuhe brauchen wir nicht. Passt. Mal wieder Platz. Nein, halt, stopp, nicht fahren. Aber es wird gleich dunkel. Ich wollte doch noch. Momentchen. War doch in dem Teil hier drin, oder? Da war doch noch eine Kiste. Also so wie es aussieht, sind da immer dieselben Sachen drin. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, das war richtig gut. Da waren wieder Waffenteile, glaube ich, dabei. Ich muss gleich hoch. Schnell, 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 schnell. Ja, also das nehmen wir jetzt noch mit. Das Gebäude nehmen wir jetzt noch aus. Massig Gummi. Das
Gumgums. Das war's, oder? Und noch was? Nee. Perfekt. So, fahren. Uiuiui. Ah, guck mal hier, wir haben wieder eine Zigarre gefunden. Oh, und ein hochwertiges Parfüm. Da wird sich die Esmeralda freuen. Und den Erzdetektor-Bauplan. Sammlungsschrank. Klingt auch nicht verkehrt. Brauch halt unbedingt diese Waffenwerkstatt. Ich finde mal eine Waffe. Ich kaufe mir mal eine Waffe, ich weiß nicht. Okay. Gut, Leute. Wir fahren nach Hause. Laden mal ab, Kind schlafen. Aber an sich können wir da eigentlich nochmal runter. Bisschen was war da noch? Sauerstoffflasche wäre mal geil. Ich glaube, ich baue meinen Forschungstisch jetzt noch aus auf Stufe 2. In der Hoffnung, dass man dauert, dann Sauerstoffflaschen erforschen kann. Ah, schau, wenn man die in Ruhe lässt, vermehren sie sich. Haben sich zwei gefunden. Die können sich jetzt viel lieben. Dann ganz viele kleine Krebschen machen und dann machen wir hier eine We Are Family und so. Dann mache ich ein großes Essen, ein großes Abendmahl für alle zusammen. Für mich allein. Nein, ich fasse die nicht an. Nur wenn Not an Fleisch ist. Okay. Dann würde ich mal sagen, aufräumen. Oh, ich brauche hier noch eine Fackel. Das ist mir hier zu dunkel. Er sieht ja nichts, ne? Das ist jetzt noch Erz. Das war's, Fackel. Feuerschale. Standard-Shit. So. Sieht man wenigstens mal die Kisten hier. Okay. So, komm. Das rein, eigentlich könnte ich die einfach hier aufbauen, ne? Hier mal so eine Lampe hin. Ist doch besser als die Fackel, oder? Verfatt. Draht installieren. Nein, Gummi. Okay, das wird aber nicht reichen. Da brauche ich ja dann noch irgendwas, was Elektrizität liefert. Egal, ich lasse es jetzt einfach mal hängen. Wurscht. Dann haben wir Klamottos. Hier. Kann ich wieder verkaufen dann. Beste Waffenteile. Wo sind die hin? So, Essen. Müll. Ja, Leute, muss halt auch mal gemacht werden, ne? Das Ausräumen. Die lassen wir auch wieder drinnen. Mist. Jetzt blanke. Okay. Ja, die ist jetzt auch gleich voll hier. Chemiezeugs. Keine Ahnung, schmeiße ich jetzt erstmal da rein. Vielleicht machen wir den Gummi noch hier mit rüber. Zum Schrott. Hier wieder ein bisschen Platz. Auch wenn es nicht viel ist.
voll. Der ging auch voll. Oder Komponente, die geht aber noch, oder? Nein? Huch. Machen wir hier Ausrüstung raus. Eieieiei. Das kann eigentlich hier in die Kiste. Werkzeug und so, fertiges. Und dann gleich mal hier mit rein. So, holen wir den Rest noch. Immer Penne. Ich sehe schon wieder halb drei morgens. Schauen, ob mich das Spiel überhaupt schlafen lässt. Mir irgendwie so einen blöden Rhythmus eingefangen. So, meine Ruhe. Ah, geht schon. Ja, wir gehen gleich pennen. 13 Uhr. Alter. Are you kidding me? Frühstück. Gewinnerfrühstück. Und dann noch ein paar Erdbeeren hinterher. Apropos Erdbeeren hinterher. So, kann auch schon mal wachsen. Draußen muss ich dann auch eine Kiste bauen mit Samen. So, dann nehmen wir noch mal einen Fisch mit oder noch, wir nehmen einfach nur Zitronen mit. Das sollte auch reichen. Das machen wir dahin. Können wir noch mal? Ah, ich weiß nicht, es wird knapp mit der Folge. Ja komm, scheiß drauf, wir gehen noch mal los. Holen wir dann noch mal eine Fuhre. Es muss schon zu sein hier. Was ist das? Ah, okay. Nicht direkt die Tür anschauen, sondern ein bisschen daneben. Oh, verstehe. So. Wo war ich jetzt? Hier rechts, mein Maschinending. Maschinenfabrik. Aber ich glaube, dafür schmeiße ich mir jetzt keine Pille mehr ein. Tippen wir jetzt nur noch mal kurz rein. Und ein, zwei Sachen noch raus. Dann fahren wir wieder heim. Ja, ich weiß, ich wollte den Forschungstisch noch ausbauen. Aber das können wir dann auch in der nächsten Folge machen. Das machen wir auch, versprochen. Den machen wir gleich zum Anfang der Folge dann. So, wo war ich jetzt noch nicht? Also das Ding habe ich ausgenommen. So viel wird hier gar nicht mehr sein, ne? Viel Schrott wahrscheinlich nur. Schwefel. Irgendwo ein Seiteneingang. Was ist denn da drüben? Karre nehmen wir noch mit. Werde ich gierig? Zu gierig? Ah, ich glaube, das riecht hin. Oh, hi. Was ist das Sinn des Wortes? Darf ich euch mal jagen? Ist es okay, wenn ich einen von euch mal schnell eben... will nur wissen, ob ich mit euch Flossen machen kann. Marlinfisch. Yo! Davon brauchen wir zwei.
Komm mal her hier. Marlin. Stopp. Halt. Das ist geil. So. Marlin Fisch. Stopp. Schlag auf euch ein, bis ihr tot seid. Für die Flossen. Zwei Stück brauche ich von denen. Dann kann ich mir Flossen bauen. Yes. Okay, dankeschön. Den Rest lasse ich leben. Geil, Alter. Flossen. Hier gibt nix? Doch. Sind alles drin. Jung, das dauert. Irgendwas Besonderes? Naja, einmal Komponenten wenigstens. Ah, nee, ich brauch drei. Ah, sorry, Leute. Dann muss ich einen von euch noch töten. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid und so. Aber es nützt ja nichts, ne? Fortschritt verlangt Opfer. So, das reicht jetzt aber. Oh, guck mal hier. Da waren noch chemische Substanzen drin. Yes, sir. Container? Na? Wo war er? Hier. Ja, in Autos sind immer gut Komponenten drin. Also einen Forschungstisch können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge aufwerten. Dann hoffe ich, dass ich da noch eine Sauerstoffflasche finde. Und dann bin ich eigentlich schon relativ happy. Dann ist der nächste Schritt eigentlich eine Waffe zu finden. Für die Festlandfights. Das wäre der nächste Schritt. Vielleicht hat Esmeralda auch irgendwas Schönes im Angebot. Schöne Knarre. So viel gibt es jetzt hier nicht mehr zu holen. Denke mal, das war's, oder? Schwefel ist hier noch ein bisschen, aber ansonsten glaube ich habe ich alles. Ah, die Waschmaschine habe ich vergessen, wa? Und die Stoff. Ja, da hinten ist auch noch was. Inventar voll. Okay, tschüss. Muss eh raus. Das Ding ist Gold wert, Leute. Wie dieses Teil. Das ist echt so viel schneller unter Wasser. Einmal noch ganz kurz. Kannst dich lassen. Handtasche. Perfekt. Hat sich schon gelohnt. Und das ist auch wichtig. Rotalge. Damit können wir Kräutermedizin herstellen. Haben wir hier noch so eine Rotalge? Oder geht's hier noch tiefer rein oder was? Ich häng fest. Geht's denn noch tiefer rein? Jo! Geil, ein fetter Kühlschrank. Der war richtig schön voll. Ein kleines Geheimlager hier. Geil! Ah, ein Tresor. Sehr gut. Aber ich bin super voll.
Jetzt hier nochmal rein. Neil. Scheiß auf den Mais, scheiß da drauf. Essen. Krabbenfleisch. Das hier weg. Ja, Handtasche. Fürs Fräulein. Für Fräulein Olala brauchen wir eine Handtasche. Die muss mit. Aber ich glaube, der Rest passt jetzt schon rein, oder? Ja, glaube alles, oder? Bis auf das letzte Ding, Alter. Krass. Das geht nicht mehr, ne? Geht eh nur Planke. Planke kann man stacken, passt. Okay, cool. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, nochmal genauer hinzuschauen. Und raus. Yes. Das Ding machen wir jetzt mal weg. Ist eh bald leer. Oh, ich muss gucken, wie ich an Batterien komme. Eine Aufladestation. Ist ja richtig tight. Ach schön. Hat sich alles gelohnt. Nächste Folge gibt's dann Flossen. Nächste Stufe vom Forschungstisch. Und dann schauen wir mal weiter, was wir dann so erforschen können. Ich hoffe einen Ofen, damit wir das Eisen einschmelzen können, was wir noch haben, das Eisenerz. Und aus dem Barren könnten wir dann die Waffenwerkstatt bauen. Und dann können wir wahrscheinlich eine Waffe bauen. So, glatt noch mit euch ab. Ein Schminkspiegel. Wie cool. Oh, was haben wir hier? Bauplan Antike. Cool. Oh. Ja, habe ich selber nicht getötet, ne? Bin nicht ich dran schuld, an dem Tod der Krabbe. Keine Ahnung, wo ich die gefunden habe. Ich glaube, in dem einen Kühlschrank. Schmeißen wir mal das hier rein. Mal hier kaputte GP20. In einem Waffenwerkstatt zu einer funktionsfähigen Waffe repariert werden. Brauche ich da immer nur ein Teil? Dann mache ich mir auf jeden Fall die hier. Oh, das wird fresh, Leute. Das wird fresh. Braucht eine Krabbe. Ja, immer rein damit. Alter, die bringt es ja richtig. Krabben. Ist die Antwort. Keine Ahnung. Oh, ich habe hier so viel Scheiße. Muss mal wieder zur Esmeralda, Mann. Gut, alles klar, Leute. Ausgeladen, ist fertig, passt. Das heißt, das wäre es dann erstmal gewesen für heute. Ich bedanke mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Jetzt noch mal schnell pennen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Jetzt wünsche ich euch noch einen lässigen und erfolgreichen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Lasst euch nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.